Sie, jetzt können Sie wieder aufwachen und Ihre Fernbedienung wegschmeißen. Denn jetzt kommt Zimmer frei mit Nina Hagen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Sie wissen Bescheid, Prominente suchen ein Zuhause und manchmal dürfen Sie ein zweites Mal kommen. Heute ist das der Fall. Wer ist heute unser Gast? Unser Gast heute Abend ist eine Frau, eine sehr bekannte Frau. Sie ist eine Sängerin mit einer begnadeten Stimme, Schauspielerin. Sie rettet die Welt und sie rettet jede Talkshow, weil sie immer einen ganz besonderen Auftritt hat und man nie so genau weiß, was sie macht. Genau. Und sie ist nicht nur, wie man am Namen leicht schon hören kann, verwandt mit einem der großen Stars des Nibelungenliedes. Nein, sie muss auch noch sein altes Make-up auftragen. Herzlich willkommen bei Zimmer frei, Nina Hagen! Oh mein Gott. Ja, alles da. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Trägst du den Koffer bei dir, um sofort abhauen zu können, wenn es dir nicht gefällt, oder um direkt bei uns einzuziehen? Ja, ich dachte, ich kann schon mal über Nacht bleiben. Wenn man wo wohnen will, fände ich das immer sehr freundlich, wenn man eine Nacht geschenkt bekommt, damit man das mal austesten kann, die Frequenzen und die so weiter. Die richtigen Geräusche. Die Schwingungen. Ja. Und die Birken sind ja sehr wichtig für mich. Ja. Warum? Ja, ohne Birken kann ich nicht einschlafen. Jeder, der mal Dr. Chivago gesehen hat, kann ohne Birken nicht einschlafen. Jetzt, wo du sagst, weiß ich ja. Nina, du stößt mit Kaffee? Oh, nee. Doch. Ja, gerne. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Ja. Nina? Zum Wohl. Wir sind sehr froh, dass du da bist, weil dich hat eine Katze gebissen. Ja. Und es war gar nicht so klar, ob du kommen kannst, weil das war nicht einfach nur ein Katzenbiss, das war eine Katastrophe. Ja, das ist furchtbar gewesen. Das war wie gefesselt ans Bett im Lazarett. Und mein Doktor kam jeden Tag und hat die Wunde versorgt. Und das ging wochenlang so. Hat er die Wunde ausgesogen? Ja, und da hat er auch immer einen Tampon reingesteckt. Oh. Was, was hat die für ein Maul, die Katze? Riesig. War es ein Säbelzahntiger? Ich kann ja mal kurz zeigen. Ja. Also es ist jetzt... Hier, die Kamera ist da. Wir haben so viele Kameras, eine wird das schon auffangen können. Guck. Was ist, oh. Aber die hat mehrmals zugebissen, da. Oder? Eine Sekunde, verweilt bitte so. Hier kommt gerade Kamera 47 und wird das von ins hier Bild nach da. Und hier war das tiefe Loch, wo er immer die Tampons reingesteckt hat. Oh. Und... Oh. Ich kann da nicht hingucken. Und dann habe ich Kolostrium gekauft aus der Apotheke. Das ist die erste Milch von der Kuhmama. Ja. Es gibt natürlich noch Aspirin und Alleskleber. Und das ist fürs Immunsystem. Ja. Es gibt ja keine Zufälle im Leben. Weißt Nein. du, warum dir das passiert ist? Warum die Katze gerade bei ja, dir zu... Ja, bestimmt mehrere Gründe. Und einen davon, einen guten? Well, fangen wir mal so an. Nina Hagen, der Friedensclown, la 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 la, hat eine rote Nase, Nina, 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 hat einen schwarzen Mund, la 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 la. Wie Hagen von Tonje. Damit mit dem tut sie Wahrheit kund, Nina, Nina, Nina. Also ich habe, ich habe über Satanismus aus aufklären wollen und da kam eine schwarze Katze und hat mich angegriffen. Das ist doch, wenn das keine Erklärung. Ich würde mich an der Tierwelt rächen und einfach mal dieses köstliche Heringsfilet essen. Ach, ihr haut einfach rein ohne Tischgebet?
Sollen wir? Na, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ach, das ist ein Tischgebet. Das ja, selbstverständlich. Dabei. Lieber piep, Gott, piep, mach piep. Mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ich kenne nur, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und auch sehe, was du uns beschert hast. Oh ja, ja, danke. Jetzt ist schon danke. Durch. Woran? Ja, du warst... du warst 99 bei uns, das ist 13 ja, Jahre her. Ja, 13 Jahre. Du wirst gleich sehen, wie uns da war mein Sohn überhaupt noch Kind. Nicht verändert. Ich schon, ich bin jünger geworden, aber... Du well, wer seine Lehre im Friedrichstadtpalast in Ostberlin angefangen hat, der weiß, wie man ins hohe Alter, bis ins hohe Alter noch Showgirl spielen kann. Woran erinnerst du dich? An die an, als das letzte, ich glaube, letzte ich die letztere Sendung? Ja, die letztere Sendung. Wir haben viel Musik gemacht. Wir sind da rumgesprungen und haben aus der Schatzkiste des endlosen Repertoires gegriffen. Also das war eine Antwort, die wir machen im Jahr wie viele Folgen? 35, 40 Folgen zimmerfrei. Da kann ich nur sagen, das hätte jeder Gast von seiner Sendung sagen können. Ja. Hat jeder Gast immer Musik gemacht, ja? Wir haben mal das Beste, Nina Hagen als Westermann zusammengefasst. Guck mal, Best of Nina Hagen 99. Oje! Nina Hagen! Jetzt pass mal auf. Wir wollen jetzt mal sehen, wie gut du bist im Wäsche zusammenlegen. Das ist spannend, ah. Oh. Guck mal, wir haben dir ein UFO-Zimmer gemacht. Ist das gut? Super, hier wäre ich ja dermaßen inspiriert. Well, you can't hurry, my God. You just gotta wait. Nina, wie war das mit dem UFO im vierten Monat, als ich schwanger? Das war ein super positives Erlebnis. Ah, Patentwurst. So machen sie es in Indien, so? Ja? So? Na, das ist, es wird einfach ganz schön. Oh Lord, please, come to me. Wahnsinn, du hast keine eigene Power mehr. Nur noch glücklich und nur noch. Warum wird das keine Wurst? Weil der Stoff ist zu hart. Das wird eine Dauerwurst. Das würde dann eine harte Wurst. You can't hurry him. You just gotta wait. Sie gefragt haben, wer war dieser komische Mann, wer war diese Frau, aber Nina Hagen, toll, ja, so sieht's aus. Ja, ja, zimmerfrei, super, ich freue mich, dass wieder eins frei ist. Sag mal, von der Nina 99. Right, die war ja noch nicht getauft. Genau, aber darüber reden wir später, haben wir ganz viel whenever Zeit. Whenever it suits you. Das ist eine multilinguale Sendung, meine Damen und Herren. Wie viel von der Nina von damals ist jetzt noch hier? Ein ganzes Stück, ja? An einem Stück. Naja, es ist mir ja nichts amputiert worden, dank Dr. Delventhal, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, ja, mit den Tampons. Ja. Die letzten 11 Jahre, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut waren die? Die waren super toll, super also 11. Gut. Ach, die 5555 ja. Plus 77%. Super. Waren super. Ja. Herrlich. Total toll. Du sagst, es hat sich nicht viel bei dir verändert, aber deine Einstellung zur Sexualität hat sich geändert, sagst du. Du hast da praktisch also nicht abgeschworen. Kann man wieso kann man nur ins Zimmer bekommen hier, wenn nee. Man hier ein ja. Tuch anschaut? Ja. Nee. Wollt ihr immer mal Frischfleisch sehen oder was? Nein, das ist ja wohl das Mindeste, oder? Aber ich möchte wissen, was ich hab geändert Freunde, hat. Ich habe viele Freunde, aber keine sexuellen Beziehungen. Warum? Nicht mehr. Weil ich jetzt... naja, also da gibt es bestimmt auch wieder mannigfaltige Gründe. Es kann ja sein, dass noch mal jemand kommt. Mannigfaltig nee. Ist übrigens ein schönes Wort. Ich bin ja freiwillig. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich wollte schon immer Nonne sein. Und deswegen hieß auch mein erstes englischsprachiges Album Nun wie Nonne, Sex, ja. Monk,
wie Mensch, Rock. Dann sechsmal Rock. Und ich dachte mir, ja. Aber das hat immer nicht geklappt, weil ich immer auf der Suche nach der Liebe war. Die Liebe ließ sich aber nicht finden, beziehungsweise die ließ sich nicht festhalten. Und aber die entpuppte dann immer wieder. Ja. Aber die Liebe zu dem Daseinsgrund, unser Daseinsgrund, die hat sich vervielfältigt. Wie sicher bist du denn, dass endgültig Schluss ist mit Männern? Da kann doch mit 65 noch mal was kommen. Männer? Dieser haarige Buschel. Ja, komm, jetzt sei mal nicht so. Also ich bitte dich. Das aus dem Film so, manche gut, Menschen. Gut, schade, dass ich diesen interessanten Gesprächsaspekt in diesem Moment unterbrechen muss. Aber unser Regisseur Jörni zeigt mir gerade eine schöne Pappe. Und da steht drauf Aktion 1 auf Augenhöhe. Nina Hagen, unsere alte Zimmerfreundin. Und ich kann sagen, eine Gefährtin, die viele Sendungen bei manchen Sendern immer wieder überraschend, immer wieder großartig hat. Aber einige Lebensgrundsätze, die immer die gleichen geblieben sind. Zum Beispiel, dass sie gern mit Menschen auf Augenhöhe sprechen möchte. Ja! Genau, das wussten wir und deswegen haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet. Ach du Liebe! Ein klassisches Partyspiel. Und das möchten wir jetzt zu dritt hier vorne spielen. Es ist das alte Spiel auf Augenhöhe, leere Streichholzschachteln von Nase zu Nase weitergeben. Und wir beginnen hier und der Parcours endet dort bei der anderen gestreiften Linie. Und Ja. Machst du mit? Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Ich mach ein bisschen Platz. Ah, verstehe. So, wir müssen noch eben kurz die Nase austarieren. Christine, was hast du für einen Riechkolben hier? Ist das das Richtige? So. Oder nehmen wir das kleinere Näschen? Nee. Ja, dann gut. Nina, deine aber Nase? Ist nach Hering, du, machst du mit? Nach Hering mit Zwiebeln ist das Spiel furchtbar. Ja, ein bisschen klein, ne? Ja, da war du. Gut, wir nehmen die große. Alles klar. So, Westermann fängt an. Du bist die Zweite, ich bin der Dritte. Wer heißt denn hier Westermann? Christine. Ach, ey, ich verstehe. Was, Christine Westermann. Was hast du da? Man kennt sie immer nur unter Christine. Dass sie mit Herrn Westermann verheiratet ist, wusste ich doch nicht. Wie lange sind Sie denn schon mit Herrn Westermann verheiratet? Ich bin mit Herrn Baller verheiratet. Heißt Westermann, Westermann war Ihr Vater. Oh. Ja. Und mein Vater war Herr Alsmann. Dann haben Sie bei der Hochzeit den Namen mal halt. Wir hätten unseren Ballermann nennen können, aber wir haben gedacht, wir bleiben bei... Okay. Ja, Badabado. I love you. Mann, das ist ja swingig. Ich glaube, meine Nase ist zu dick. Nee, zu lang. Darf man denn auch mit den Fingern? Nein! Holy Macaroni. Was ist los? Nee, dann bist du wieder dran. Hey, nee, so rum. So rum. Wir müssen ja da hinkommen. Ach so. Mein lieber Herrgott, ich hab's runterfallen lassen. Ja, komm, einfach weitermachen. Ich finde, das ist ja nichts geschehen. Das ist so kompliziert. Oh mein Gott. Ah, Dina, du bist dran. Jetzt tagsüber Ziel! Ja! Ein Mörderspiel! Nina Hagen, meine Damen und Herren! Jabba Dabba Du! Jabba Dabba Du! Sabine Heinrich, unsere Kollegin, war bei der Frau, die diese wunderbare Frau und Tochter... Frau Heinrich! Jetzt kriege ich den Satz nicht mehr zu Ende. Also wir waren auf die Welt gebracht hat. Ja, wir waren bei deiner Mutter, ja. Sabine so. Heinrich, und bei deiner Tochter. Und das ist einfach eine gute Familie. Gucken Sie mal. Oh. Dieser wunderschöne Mund gehört Nina Hagen. Gemalt von Nina Hagens Mutter. Auch ein wunderschöner Mund. Sie haben so viele Dinge rausgesucht von Ihrer Tochter. Ich bin ganz, ganz beeindruckt. Die habe ich nicht alle rausgesucht, sondern das haben immer Freunde von Nina und von mir gemacht. Und da gibt es eben ein ganzes Archiv. Sie ist durch mich zum Singen gekommen. Ich habe ihr entsprechende Musik zum Hören gegeben, Brecht und
und den Jazz damals und Billie Holiday und die Berühmtheiten alle. Und dann Wolf Biermann, von dem hat sie sehr viel gelernt, ja. Gitarre spielen und die ersten Griffe habe ich ihr beigebracht. Und dann hat sie eben sehr schnell gesungen. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Wie war die Nina als Baby? Oh, es ist so vielseitig. Und das Glück war eben auch, dass der Vater sich dann doch sehr drum gekümmert hat und ich dann nach ein paar Monaten schon mal weiter zur Schauspielschule gehen konnte. Sie sind schon eine bekannte und berühmte Schauspielerin. Ihr Mann, Sie sagten gerade Journalist, Nina dabei. Was können Sie sich erinnern, was waren Sie für eine Familie? Es ist ein Roman. Am ersten Abend haben wir uns gleich verlobt, als wir uns kennenlernten. Oh. Ja, ja. So was gibt es eben. Und verliebt und nach 14 Tagen geheiratet. Ja, das ist. Jetzt wissen Sie, woher die Nina diese ihrer Mutter abstammt. Jetzt sitzt sie auf ihrem Auto, ein schickes Cabriolet mit einer coolen Brille. Sehe ich das richtig? Ja. Ja, aber das war eine Pose. Hat sie das so drauf gehabt, so dieses sich? Naja, das hat sie von ihrer Mutter gesehen wahrscheinlich, wie man sich hinsetzt und so und toll aussieht. Die kuschelt sich, wollte ich gerade fragen. Die kuschelt sich auch immer noch an, ja, ja. Aber kommt sie dann, braucht sie diese Nähe von Ihnen? Suchen Sie immer wieder einander? Es ergibt sich oft und es ist sehr voller Überraschung, unser Leben. Und aber stark. Anders habe ich das. Man muss aus sich selbst behaupten. Das muss sie, das tun alle drei Weiber von den Hagens. Frau Hagen, jetzt sind wir an der Elbe hier in Hamburg. Da hinten hat Ihre Enkelin Cosma eine Bar. Hier gehen wir spazieren. Wo ist die Nina eigentlich zu Hause? So im Herzen? Im Herzen? Zu Hause? Bei sich? Und dann natürlich bei ihren Kindern. Und die Mutter kriegt auch mal was ab. Gehen wir mal zu Cosma? Ja! Mit Nina und um die Häuser ziehen, in auch ausgehen? Ja. Oft kommt sie auch, wenn sie hier was macht, dann noch zu mir, weil hier so ein bisschen wohnzimmermäßig, dann ist es nicht ganz so, als wenn man ganz irgendwo hingeht, wo fremd ist. Oh. Ist die Nina WG-tauglich? Für eine Weile bestimmt. Du bist ja auf jeden Fall eine sehr große WG sein. Ja. Für eine Weile bestimmt, das reicht doch. Frau Sabine Heinrich, wir sind alles drauf, auch bei Familie Hagen nachzuforschen. Und heute geht es um die Finde ich ja interessant, dass die beiden, meine Verwandten, nicht sofort gesagt haben, ja natürlich ist sie kommunentauglich. Because gerade neulich ist meine Tochter mit ihren Freunden bei mir aufgelaufen, weil die in Berlin was zu tun hatten. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe sie morgens früh aufgenommen. Ich habe ihnen Tee gekocht. Ich habe ihnen Orangensaft gedingst. Ich habe dann mein eigenes Bett für meine Tochter bereitet, damit sie ein bisschen schlafen konnte, weil die waren die ganze Nacht lang tätig unterwegs. Und obwohl ich noch hier humpel bin mit Katzenbiss, und Tamponade. Und ja, die auch. Und hab den Kindern alles gebracht ans Bett und so weiter. Dabei war ich die Kranke. Ja. Und dann nicht wohnzimmertauglich. Auch meine Mutter kann sich nicht erinnern in meiner Kindheit, wo sie ja eine junge Schauspielerin war und des Öfteren vom Fernsehball Beatbums besoffen nach Hause kam. Am nächsten Tag Hangover hatte, wer hat ihr Haferflockensuppe ans Bett gebracht mit Honig? Darf ich da was erzählen? Meine Damen und Herren, ich pack mal aus dem Nähkästchen aus. Vor nicht ganz 20 Jahren haben wir uns kennengelernt in einem deutschen Fernsehsender, der zur ARD gehört, aber in Hamburg beheimatet ist. Ich sage aber nicht, welcher es war. Also als wir da beim NDR waren, da hatten wir eine Probe. Nina hatte auf dem Weg zur Sendung ein Lied
im Flugzeug geschrieben, auf eine Serviette. Und du wolltest, dass wir das singen. Oh. Und dann haben wir da irgendwie so eine Art Arrangement zusammengemogelt. Und dann sagten wir, wir müssen aber die Probe unterbrechen, obwohl wir überhaupt keine Zeit hatten. Da hast du gesagt, ja, warum denn? Dann haben wir gesagt, ja, weil wir jetzt was essen müssen. Gleich ist die Kantine zu, wir müssen doch irgendwas essen. Und da hat Nina dann ihren Koffern gewühlt und brachte Unmengen von Fleischsalatbroten heraus. Und hat dann in unserer Band Fleischsalatbrote verteilt. Und da habe ich gesagt, wie kann es sein, Nina, dass du einfach so mir nichts, dir nichts, so eine Dutzendschaft Fleischsalatbrote dabei. Sag mal, Hand aufs Herz, wer von uns hat einfach Fleischsalatbrote? Und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, wie sie halt so spricht, weil ich eine gute Mutti bin. Also, ja, zu essen muss immer dabei sein. Ja. Ja, wenn deine Mutti sagt, naja, man muss sich behaupten, wer muss sich denn wem gegenüber behaupten? Nein, nicht wir gegeneinander, sondern in der Welt, nehme ich mal an, dass sie das auch ganz welttechnisch gemeint hat, dass man sich in der Welt behaupten muss, gerade als Künstlerin, wenn man drei starke Künstlerinnen ist in einer Familie, dann geht manchmal was unter. Aber ich finde alles. Ich habe neulich meine Mutter im ZDF-Vorabendprogramm entdeckt, in einem Krimi, gleich angerufen, Mutti, bist du im Fernsehen? Du sagst, das Schönste, Beste, das Gelungenste sind für dich deine Kinder. Ja. Meine Mutter ist mir auch gut gelungen. Keine Frage. Doch, die ist mir sehr gut gelungen. Oh my God. Wofür bist du denn deinen Kindern dankbar? Also erstmal meiner Mutter bin ich dankbar, dass sie in Boltenhagen, wo ich meine erste Gehirnerschütterung erleiden musste, wo ich 3 Jahre alt war, kam sie jeden Tag, stand im Krankenzimmer mit Gitarre, ein Song nach dem anderen. Das sind meine Rolling Stones. Meine Mutter ist mein Rolling Stone. Ja. Ja, eins und nach dem anderen. Und sie sieht besser aus als Mick Jagger, das muss man ganz klar sagen. Well. Dein Kinder? Und meine süßen Kinder, denen habe ich versprochen, bei dieser schweren Geburt jeweils, dass ich sie beschützen werde, bis in alle Ewigkeit. Das sind ja schließlich meine Kinder. Wofür bist du ihnen dankbar? Dass ich sie beschützen darf. Für alles. Ich bin dankbar, dass sie zu mir gekommen sind, Heaven sent. So wie wir alle, Heaven sent, kommen wir runter auf Erden. Bin dankbar, dass diese beiden Kinder zu mir gekommen sind. Anyway, ich Mama genannt habe. Wir haben ein Spielchen vorbereitet. Und bin ich glaube, dankbar, dass sie gesund sind und dass sie... Nein, das ist absolut klar. Wir machen jetzt... Wir wollen zurück in die Kindheit. Wir wollen zurück in unsere Kindheiten. Wir haben immerhin 3 Kindheiten, das ist ja zusammen schon eine ganze Menge. Und wir möchten Folgendes machen, Nina. Wir haben hier in diesem original gewaltfrei getöpferten australischen Aborigines-Gefäß haben wir auf Zetteln berühmte Kinderspiele. Haha, ich habe ja auch Zettel mitgebracht, aber das kommt danach. Das spielen wir später. So. Und diese Kinderspiele werden wir reihum rausziehen, werden gucken, was es ist, werden es hier hinter dieser Schattenwand in die dort bereitgestellte Kamera halten, dass nur das Publikum sehen kann, was es für ein Spiel ist, aber nicht wir anderen. Und dann wird es als Schattenpantomime, das heißt ohne Worte, als Schattenpantomime vorgestellt. Du darfst nur spielen, so wie damals im Friedrichstadtpalast. Und falls es mich zu kompliziert ausgedrückt haben sollte, den Anfang macht meine gute Freundin Christine Westermann. Bitte schön. Und jetzt zeigt es in die Kamera. Ja, aber er ist hinter der Schattenwand natürlich. Und wir dürfen es nicht sehen. Nee. Das ist aber eigentlich ein Spiel, wo es nur verbal zugeht. Genau, wir reden nicht, was ist wirklich schattenmäßig pantomimisch dargestellt. Marcel Marceau, weißt Ajo. Du? Schwarzes Theater Prag. Ah, nee, falsch. Achso. Ich habe mich schon gewundert. Das Spiel habe ich nicht gespielt als Kind. Sandburg bauen. Betten machen. Kinderbetten machen. Das ist kein... Christine, was hast du für eine Kindheit gehabt? Leute, ich packe meinen Koffer. Ist doch... Natürlich. Was kommt rein? Ich packe meinen Koffer. Das ist doch eigentlich ein verbales Spiel. Ja, aber es ist ein Kinderspiel. Na gut. Aber das war Kofferpacken. Fantastisch dargestellt von Christine Westermann.
es ist aber schwer darzustellen. Blinde Kuh! Yeah! Fantastisch! Oh, heiliger St. Florian. Topfschlag! Ja! In die Kamera halten. Ja, sehr gut. Christine scheint in den Glückstopf gegriffen zu haben. Total, dieses Mal total. Der Plumpser geht um. Ringelreihen tanzen. Ah, die Reise nach Jerusalem. Ich dachte, das Spiel heißt Mami, ich muss mal. Ich hätte gedacht, das hieß Mami, ich muss mal. Ja, das auch. Häschen in der Grube, Häschen saß und schlief. Armes Häschen, bist du? Ich hab's vorhin gesagt. Rumpelstilzchen. Denk mal drüber nach, was ich gerade lästernd in die Gegend gerufen habe. Ich sag nichts, es ist ein Pantomimespiel. Sagt so viel, das kann man sich nicht merken. Der neue Bundespräsident. Der Plumpsack geht um. Ich muss sagen, die Damen waren nicht zu übertreffen. Nina Hahn, Christine Westermann. Oh. Nummer 1, sollen wir auch was ziehen? Ja, zieh mal. Okay, und Christine, bitte auch. Okay. Da sind leider nur noch so wenige drin, weil wir waren ja auf Tournee und da haben jemand die Bibelworte. Bei mir steht, der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott, er lässt sich nicht fallen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Da können wir nichts draufsetzen, deshalb machen wir jetzt einfach was anderes. Und zwar Zimmerfrei. Das Zimmerfrei Bilderrätsel, liebe Dina, wer wüsste es nicht so gut wie du, ist ein Lebensbild, das unseren Gast präsentieren normalerweise. Aber wenn der Gast das zweite Mal kommt, ist ein Lebensbild, das uns präsentiert wird. Und wir müssen raten, was es ist. Und zwischen den beiden Gongstehen können wir zwar gerne die Augen schließen, dann können wir mitraten, wissen aber nicht, was es ist. Denn für Sie wird es gleich eine Einblendung geben. Nina, präsentiere uns bitte das Zimmerfrei. Hallo, liebe Fernsehzuschauer. Jetzt kommt Zimmerfrei die spezielle Angelegenheit. Genau. Ganz genau. Habe ich das richtig gemacht? Weiß nicht, ich kann sagen, hier kommt das Zimmerfrei-Bilderrätsel. Ach so, ja. Bilderrätsel. Die besondere Angelegenheit ist das Bilderrätsel. Fantastisch. Das mag ich sagen. Und dann möchte ich mal den Vorhang aufziehen. Also es ist entsetzlich, es ist ganz fürchterlich. Was denn? Hast du das mitgekriegt von diesem dicken Macaroni? Der wurde doch gewählt zum Hauptgericht. Und dann beim Essen, da wurde er mit Eiern beworfen. Das ist ja unglaublich. Ja, der kann sich einen Kühlschrank nicht mehr blicken lassen. Der hat aber auch ein Pech. Ja, und dann ist er später noch von einem Pastarazzi fotografiert worden. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die Kochbücher waren voll davon. Was waren das denn für Bilder? Na, der hat doch mit seiner Frau, dieser treulosen Tomaten, diesen Wochenendurlaub gemacht. In der Lasagne. Und
ja, da hat sie ihn mit seiner Beilage betrogen. Mit wem? Na, mit Petersilie. Und dann haben sie öffentlich vor allen Leuten zusammen im Herd rumgemacht. Und das kam raus? Ja, das gab einen riesigen Auflauf. Oh, oh, es ist entsetzlich. Ja, ich weiß es. Bin mir nicht sicher. Mit dem Zimmerfrei Fanschal für Nina Hagen, meine Damen und Herren. Skandal, Nudel. Nina, kommst du mit nach oben? Ja. Nina hat den lieben Gott entdeckt. Was heißt entdeckt? Ich singe schon Gospels vor 13 Jahren bei euch, das war ein Gospel-Song. Hold Me von Mahalia Jackson. Aber als wir vor 13 Jahren hier um waren, waren es die Außerirdischen. Du bist getauft. Ja. Was war der Taufspruch? Dass aus meinem Leibe werden Flüsse lebendigen Wassers fließen. Echt? Ja. Du hast es zusammengeräumt. Und wenn ich, nö, ist so sinngemäß. Und wenn ich arbeiten gehe, wenn ich auf der Bühne stehe und Gospel, Blues und Rock'n'Roll mache, dann schwitze ich wie James Brown und dann fließen die Flüsse, jetzt nicht die Schweißflüsse, aber die geistigen Flüsse, die fließen dann von der Bühne ins Publikum. Gott, der liebe Gott, sagst du, ist dein Arbeitgeber? Ja, und Jesus? Ich war 12 Jahre alt und da habe ich den lieben Gott, habe ich die Bibel in der Hand gehalten. Denn meine Mutter hat nicht nur diese tollen Schallplatten gehabt, sondern die hat auch ein paar antiquare Bibeln in ihrem Bücherregal gehabt. Und damals habe ich... Da gab es noch Tante Muschel. Und Muschel, genau, die hat viel mit mir gebetet während meiner Kindheit. Und dann war ich 12 Jahre alt und habe einen fetten Gottestest gemacht. Ich wollte wissen vom lieben Gott, ob es ihn nun wirklich gibt, ob ich mich wirklich mit ihm einlassen kann. Und in dieser Zeit habe ich dann auch in der Bibel gelesen. Und da habe ich zu Jesus gesagt, ich möchte gerne zu ihm gehören. Ich möchte wahnsinnig gerne zu seiner Familie gehören, zu Gottes Volk. Und ich möchte gerne ihm helfen. Nur weiß ich nicht, was meine Talente sind oder was ich besonders gut kann. Am liebsten möchte ich ihm helfen, Menschen zu heilen. So, das war die große Überschrift. Und dann irgendwann wurde mir bewusst, dass ich eine ganz außergewöhnliche Stimme habe. Und mit meiner Stimme habe ich der dann mein Leben lang gearbeitet. Wenn du dir den lieben Gott vorstellst, wie sieht der aus? Naja, ich habe von Jesus eine Vorstellung, aber... Also wie am Kreuz der Jesus? Nein, von meinem Nahtoderlebnis. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Bekenntnisse, und da steht auch ausführlich über mein Nahtoderlebnis, das ich mit 17 Jahren hatte. Und da ist mir Jesus begegnet. Wie sieht er aus, wie der am Kreuz hängt? Ja, wie beschreibt man jemanden, der dich so lieb hat, dass man es auf keine Skala bekommt? Aber er hat ein Gesicht, er hat eine... Natürlich, Figur. Ja, ein Mensch. Stell dir Gott vor wie ein Mensch, der dich so liebt und so treu ist und der dein ewiger Freund ist und dich nie fallen lassen wird. Und der dich so liebt wie ein Vater sein Kind. Wenn du den lieben Gott was fragen könntest, und du kannst ja natürlich beim lieben Gott sicher sein, dass er ganz klar und ganz ehrlich antwortet. Ja. Was würdest du ihn gerne fragen? Oh, ich frage den lieben Gott alles, alles. Aber wenn du richtig seine Antwort hören könntest, was wäre die wichtigste Frage für dich? Naja, ich habe ja seine Antwort schon gehört. Ich habe ja auf viele Fragen, die ich Gott gestellt habe, Antworten bekommen. Und ich habe damals gebettelt, dass ich bei ihm bleiben darf und nicht wieder zurück muss auf die Erde. Aber stell dir nur mal vor, dann hätte es gar keine
Musik von mir gegeben, es hätte keine Kinder gegeben. Cosma wäre nicht auf der Welt, Otis wäre nicht auf der Welt. Aber es ist immer noch nicht die Antwort auf meine Frage. Aber auf meine Frage, die ich Gott gestellt habe, warum ich nicht bei ihm bleiben durfte, bei dem Nahtoderlebnis. Würdest du denn gern zu ihm gehen? Selbstverständlich. Sofort? Ja. Also deine Mutter... Und deine... tschüss. Du würdest Mutter, Kinder, die Welt, den Erfolg, alles zurücklassen das, wollen? Ja, natürlich. Ja? Glaubst du, dass du nochmal wiederkommst? Ja, kann auch gut sein. Es gab nämlich Kinder, die auch Nahtoderlebnisse hatten. Und bei den Kindern kann man da ganz wahnsinnig aufregend interessante Beschreibungen... Ich will es von dir wissen. Würdest du gern nochmal wiederkommen? Nee. Warum nicht? Ihr müsst euren Scheiß alleine zu Ende bringen. Hast du, tut dir das nicht leid, zu gehen und nie mehr wiederkommen zu können? Nein, ich werde doch immer da sein. Durch meinen Urgroßvater, mein Urgroßvater, der im KZ ermordet wurde. Mein Papa, der es überlebt hat, Gott sei Dank für die Amis und die Russen. Sonst würden wir jetzt hier nicht miteinander sprechen, wirst wenn du mein die Papi alle, nicht überlebt Nina, hätte. Wirst du die alle wiedersehen? Ja. Warum bist du dir so sicher? Weil Gott eine perfekte Schöpfung hingelegt hat und keine imperfekte. Wir sprechen uns, wenn es soweit ist. Glaubst du eigentlich dran, wenn man dann gestorben ist, dass man irgendwie denen unten nochmal ein Zeichen geben kann? Ja, freilich. Was wäre ein Zeichen, was du geben würdest? Ich würde es anstatt Koranen Volksbibeln regnen lassen in das, Regensburg. Das ist eine, in Regensburg. Ist ja, im Schlossbereich der Fürstin. Nina, vielen Dank. Gehen wir wieder runter. Ja. Und während ihr beiden euch da oben erbaulichen Dingen gewidmet habt, habe ich mit meiner eigenen Hände Arbeit eine kleine Versuchsanordnung ausgerichtet, denn wir kommen jetzt zu unserer nächsten Aktion und wir nennen sie das Gefühlsrad der Volkslieder. Nina, es wäre schön, wenn du dich ein wenig gewandeln würdest. Wir haben da für dich eine Kleinigkeit vorbereitet. Ist ja niedlich. Ja, nicht wahr? Nicht wahr? So, und ich glaube, auf deinen Putz passt keine Perücke, ne? Das nein, aber leider. Ein Hütchen doch vielleicht, oder? Ja, ein bestimmt. Ein schönes süddeutsches alpines Hütchen. Oh. Ganz keck. So, und wir werden jetzt Folgendes machen, meine Damen und Herren. Sie alle wissen, dass unser Gefühlsrad da ist. Wir, toll. Oh, oh, oh. Und Applaus, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt gleich Volkslieder singen, die uns vorgegeben werden, aber oje, auf eine Art und Weise, die hier auf unserem Gefühlsrad ist. Orientalisch, Tango, Swing, Flamenco, Gospel, Hip-Hop, Polka, Hard Rock oder Orientalisch oder Tango oder Swing und so weiter vorgegeben werden. Und ich will euch eins sagen, Freundinnen und Ihnen, meine Damen und Herren, das würde nur halb so dufte flutschen, gäbe es da nicht das berühmte Zimmerfrei-Kurorchester. Das ist begleitet. Und eine tolle Sache, natürlich wissen Sie, wer uns gleich die Texte zeigen wird, aber es wurde vermutet, dass wir immer, wenn ich das Glücksrad drehe, das Gefühlsrad, dass es dann Mogelei gab. Das kann ich nicht verstehen. Und Sie alle waren Augenzeugen, wenn Sie noch nie wurde in der Geschichte von Zimmerfrei gemogelt. Das ist von mir schon gar nicht. Dennoch, diese und viele andere Aufgaben übernimmt jetzt, ich kann kaum noch sprechen vor Aufregung, denn jetzt kommt sie, unsere charmante Nina! Und es beginnt wie immer unsere sympathische Sängerin Christine mit dem Lied im Frühtag im Berge in folgendem Stil. Nina, macht keinen Fehler. Oh, oh nein! Hip-Hop, ne? Ah, nee. Gospel war es, glaube ich. Das kann ich auch nicht. Also. Christine, dein Gospelhut. Christine, lass ich das durchgehen. Ja, ich hab oh Lord, im Frühtau zu Berge, wir ziehen Falle. Oh no, my God, es grünen die Wälder. Fallera, wir wandern ohne Sorgen. My Lord, singen in den Morgen. Morgen. Im Tale die Hände krähen. Sehr gut.
Punkte, Nina. Sah ein Knab ein Röslein? Oh. Ja. In folgendem Genre. Wenn ich diese Musik höre, muss ich tanzen. Oh, super, Nina. Ah, ja. Hip-Hop. Oh, geil. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf Stein. War so jung und morgen schön, lieb sie schnell, nah zu sehen, wie Mund und Bein. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Es saß mit vielen Freunden, Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein, Röslein, Röslein rot, auf der Heide. Das trifft sich gut. Weil ich, Nina hat gedreht, ihr habt's gesehen, ne? Ja, so allein hier? Ich finde die Hotelbar auch scheiße, aber ich habe ein schönes Fläschchen Eierlikör bei mir auf dem Zimmer. Horch, was kommt von draußen rein? Holla hi, holla ho, wird wohl mein feins Liebchen sein. Holla hi, aho, geht vorbei und schaut nicht rein. Holla hi. Sie wird's wohl nicht gewesen sein. Babadubi, Püta, Putrelia, Pupata. Holla hi, ja ho, oh holla hi, ja holla hi, ja ho, boom. Leute, das Wandern ist so brutal nach den beiden, ja. Ich meine, es ist immer brutal. Als Flamenco! Ah. Toll. Also. Das Wandern! Es ist Müllers los! Das Wandern ist das Müllers los! Das Ich habe schon gesagt, ich muss tanzen, wenn ich diese Musik höre. Gospel? Willst du nochmal Nina Gospel? Ja. Wollt ihr nochmal ein anderes? Nee, das, wir sollen immer was anderes nehmen. Ja, mal gucken. Ja, das ist doch gut. Polka. Hard Rock. Hoch auf dem gelben Wagen. Hoch auf dem gelben Wagen. Sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse treiben, lustig schmettert das Horn. Felder, Wiesen, Auen, leuchtendes Erdengold. Oh yeah, ich möchte so gerne noch schauen. Aber der Wagen, der rollt und rollt. Oh yeah, ich möchte so gerne. Dann müssen wir eine Nachtmütze voraufsetzen.
als Tango. Du darfst noch mal, Götz, weil Tango war schon. Nein, Tango, nein, war, Tango noch war noch nicht. Tango war noch nicht, Flamenco war schon. Sie kennen ja den alten Witz, woran erkennt man einen guten Tango-Tänzer? An seinem feuchten Knie. Ja, guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit der kleinen Besteck, Schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Olé! Vielen Dank, Nina! Und vielen Dank, das großartige Team aus Weißwurst-Orchester! Die Flamenco Boys, die Tango Boys, die Swing Kings. Unser Zimmerfreigast Nina Hagen ist im Osten verbunden, im Osten aufgewachsen, in den Westen abgehauen. Ja. Sabine Heinrich hat deinen Manager getroffen, dort wo die Teilung Berlins noch in kleinen Teilen für die Touristen sichtbar ist, nämlich an der Berliner Mauer. Und Sabine Heinrich hätte da mal eine Frage. Okay. Ich kenne Nina Hagen auch nur als Kunstfigur, sehr exzentrisch. Wird die vielleicht auch manchmal ein bisschen missverstanden? In Deutschland sieht man sie immer so ein bisschen auch als die alberne Nina. Und macht sie das traurig? Ich glaube, es fällt ihr, sie macht Kunst und sie ist auch Kabarettistin. Deswegen findet sie es nicht schlimm, wenn man lacht. Aber ich glaube, ab und zu hat sie sehr klare Nachrichten, die sie rüberbringen möchte. Und irgendwann beißt sie ein Thema. Und dann sagt sie, darum muss ich mich jetzt kümmern. Jawohl. Und nur um dieses Thema? Kompromisslos. Das ist sie wohl. Ich habe keine Ahnung, wie würde Nina jetzt reagieren? Ich glaube, sie würde mitspielen. Steht die dann auf und geht dann dahin? Sie würde auf alle Fälle herausfinden wollen, was sie gerade machen. Die machen jetzt so eine Vertrauensübung miteinander. Habt ihr auch mal sowas gemacht? Nein. Ich glaube, das Vertrauen ist über Jahre gewachsen. Und es ist wichtig, dass man miteinander redet. Aber solche Übungen würden wir, glaube ich, nicht machen. Es geht auch gar nicht mit den hohen Schuhen auf der Wiese. Hat die immer hohe Schuhe an? Oder barfuß. Was für eine Chefin ist Nina? Eine sehr nette, die klare Ansagen macht, aber ab und zu ein bisschen schwer zu deuten ist. Lässt die sich von dir was sagen? Ich meine, es ist ja auch dein Job. Sie lässt dich beraten. Sie ist nicht beratungsresistent. Aber man kann nicht sagen, du machst jetzt das. Das wird nicht stattfinden. Sabine Heinrich, wie immer charmant, entzückend und großartig auf Spurensuche der Inspirierung in unserem heutigen Zimmerpreisgast Nina. Ja, und der wunderbare Stefan Planck. Genau. Wenn er der Manager ist, was macht Jesus dann noch? Naja, Jesus ist der Supervising Manager. You understand? You understand? I try. Oh. I try very hard. Ja, Supervising. Das ist eine Etage höher. So that means he's just responsible for the things that happen down on earth. Happened in meinem Leben mit Gott. Ja. Ah, ich verstehe. Mhm. Zum Beispiel meine Konzerte und die Energie, die da passiert, das ist doch ein Geschenk. Das Klar. ist Geschenk vom Management. Du bist schon so lange im Geschäft. Was glaubst du? Im Geschäft bin ich nicht. Ich bin schon so lange auf der Welt. 57 Jahre. Okay. Ja, aber von diesen 57 Jahren bist du 40 Jahre doch irgendwie präsent, öffentlich als Künstlerin, ja, stilisierst als Musikerin, dich, inszenierst ja. dich mit internationaler Reputation. Was ja. würdest du sagen, war dein Tiefpunkt bis jetzt in dem Geschäft? Abgesehen von Zimmerfrei. Die Minute, jeweils die Minute, bevor die Kinder auf die Welt gekommen sind, das war der Tiefpunkt, wo ich Warum? Dachte, es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht. Ich schaffe das niemals, aus diesem Engpass heraus ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Und dann hat es doch geklappt. Und dann kam gleich der Höhepunkt danach. Und der war wie? Großartig.
Und was war der Höhepunkt? Also das waren lebendige Menschenkinder, gesund, nichts abgerissen, mit Kopf und alles, was dazu gehört. Das war großartig. Ja. Puh. Die ersten vielen Monate, wo man kein Auge zugemacht hat, das war echt das Allerbeste. Ne? Nee, das habe ich genossen, da habe ich doch drauf hingelebt. Ja. Mein Gott, ich habe doch immer gesungen bei Unbeschreiblich Weiblich. Ich muss mich erst mal selbst befreien vor dem ersten Kinderschreien. Dann haben einige Leute gesagt, wieso kriegst du jetzt Kinder? Du hast doch mal Unbeschreiblich Weiblich gesungen. Sag, ihr hört ja gar nicht richtig hin. Ich habe gesagt, ich muss mich erst mal selbst befreien vor dem ersten Kinderschreien. Genau. Und das ist passiert. Sicherlich. Auch das wird jetzt passieren. Das ist unser nächstes Spiel. Wir spielen das berühmte Spiel Versteckte Städte. Dieses Geräusch... Ich glaube, meine Damen und Herren, ich glaube gar nicht, dass das echt so ist, dass man hier drauf fliegt und das kommt. Also ich glaube, oben sitzt ein Praktikant, der einen Mikrochip abruft. Nee, das geht echt. Hä? Also, wir werden jetzt einen Text vorgetragen bekommen. Ein Text, und in diesem Text werden Städtenamen versteckt sein. Oha. Und sobald einer von uns meint, einen Städtenamen irgendwie im Text entdeckt zu haben, haut er hier drauf und es macht und dann werden wir sehen, wer die meisten Städtenamen errät. Und ich sage mal nicht, wer uns das vorführt, aber meine Damen und Herren, wenn Sie das sehen und sehen dann so Puppen rauskommen, so könnte sein, dass Sie einen leisen, begründeten Anfangsverdacht hegen. Und schon geht's los. Ei! Wo bin ich denn hier gelandet? Ha, ganz schön schäbig, die Bude hier. Ein richtiger Bruchsal. Bruchsal? Hey, du da in der Kamera, was drehst denn da? Dresden? Oh, das wollte ich auch sagen. Egal. Hallo, ihr Erdenlinge. Ja. Wir kommen von weit, weit her, aus einer anderen Dimension. Hm. Triermillionen Lichtjahre von hier entfernt. Ich bin hier, um die Erde zu retten. Die wollen wir retten? Dieses Gesindel? Fingen wir damit nicht schon vor kurzem mal an? Gesindel fingen! Oh, super! Ja, aber beachten Sie ihn hier einfach gar nicht. Ach, wie überaus romantisch du wieder bist. Oh. Sehr gut. Wie bin ich nur hierher geraten? Geraten. Gera! Und Gera! Ja. Also. So. Jetzt lass das permanente Gebrabbel. Graz, dachte ich, du hättest mal. Nina Graz. Graz hat er gesagt. Gebrabbel! Graz! Gebrabbel! Graz! Oh mein Gott, was höre ich gar nicht? Und rück mir nicht so auf den Leib. Zigtausendmal habe ich dir das schon gesagt. Leipzig! Super! Sie ist schlau. Leipzig! Ja. Leipzig! Fantastisch! Es ist ganz schön schwer, in so einem Körper zu leben. Ja, es ist schwer, in so einem... Schwerin! Und warum? Weil er hat nämlich einen ganz dicken Hintern, einen ganz breiten. Wie niedlich. Breiten! Breiten Hintern! Breiten! Breiten Hintern! Hey. Breiten! Breiten! Oh mein Gott! Sag mal, ist das schlecht, Leute. Wovor wolltest du eigentlich noch mal die Erde retten? Na, vor schlimmen Wortspielen. Aber ich glaube, wir haben es verbaselt. Basel! Ah! Ja, das war Martin Leinl, der beste Puppenspieler der Welt. Und nun, liebe Nina, machen wir Musik. Gerne. Nina Hagen singt für uns und spielt auf ihrer selbst mitgebrachten Gitarre. Ja, yeah, gerne, super gerne. Und du hast was Hübsches ausgesucht für uns? Ja, zum Beispiel übersetze ich ja immer so wahnsinnig gerne amerikanische Gospel-Songs, Blues-Songs ins Deutsche. Und da habe ich einen von Loretta Lynn gefunden. Everybody wants to go to heaven. And nobody wants to die. Nobody wants to die. Ja. Yeah.
Alle wollen immer in den Himmel, aber keiner hat Bock auf Tod. Oh Herr, ich möchte in den Himmel, sie hat keinen Bock auf Tod. Ja, und so warte ich auf den Tag meiner neuen Geburt. Himmel, wo mir niemals mehr der Magen knurrt. Alle wollen immer in den Himmel, aber keiner hat Bock auf Tod. Vor langer Zeit, da gab's mal einen Mann und sein Name war Ezekiel. Er glaubte an Gott ein Leben lang, doch mit dem Tod, das war ihm zu viel. Er fragte, Herr Gott, lass mich bitte leben, der Tod ist mir ein Dorn. Gott lächelte zurück und sprach zu Ezekiel, hab keine Bange, schau immer nach vorn. Hey, alle wollen in den Himmel, aber keiner hat Bock auf Tod. Oh Herr, ich möchte in den Himmel, ich hab keinen Bock auf Tod. Und so warte ich auf den Tag meiner neuen Geburt. Im Himmel, wo mir niemals mehr der Magen knurrt. Alle wollen immer in den Himmel, aber keiner, ja auch nicht einer, hat Bock auf Tod. Durch die Zeit, meine Schätze sind verteilt. Die Engel rufen, Nina, du fehlst uns so nah, prima. Ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser Welt voll Alkohol. Die Engel freuen sich sehr auf dich und mich und mehr. Im Heimatland der Seelen, da klingt's aus vollen Kehlen. Der Retter hat gegeben für dich und mich sein Leben. Er führt uns sicher heim in Gottes Reich voll Sonnenschein. Mein Gott, du weißt, du bist mein bester Freund. Wer dich nicht kennen will, der hat den Daseinsgrund versäumt. Du bringst uns alles bei. Bleibst uns ewig treu, unendlich ich mich freu. Gott macht Altes wieder neu. Ja, und er holt uns hier heil raus und macht dem Bösen den Gar. Ultimative Lobhudelei. Das macht dein Pastor. Oh. Der heißt Karl Wilhelm Terhorst und ist wo? In? In Schüttorf. In Schüttorf ist bei Berlin, oder wo? In der Nähe von Holland. Oh Gott, wie peinlich. Es ist jenseits der Landesgrenze zu Niedersachsen. In einem Schüttorf. Herzogtum. In einem Herzogtum. Genau. Wollt ihr noch was zu dem Ort sagen? Im Sommer, als ich Nina Hagen getauft habe, da hat sie mich in Spanien angerufen und hat gesagt, mein Lieber, du taufst mich entweder oder ich singe so lange vor deiner Kirche, bis du mich taufst. Später habe ich darüber nachgedacht, was wohl der liebe Gott sich dabei gedacht hat, dass nun eine solche Frau wie Nina Hagen zu unserer Gemeinde gehört, hier getauft wurde. Und ich bin darauf gekommen, dass sie ja richtig Farbe reinbringt, Lebendigkeit in die Gemeinde. Und das ist für eine reformierte Kirche richtig wohltuend. Und das ist ja auch das Tolle an Nina, dass sie so die Menschen mitreißen kann und so auch mich 2006, als wir uns kennengelernt haben in Berlin. Ich erzählte ihr damals von einem Bombenabwurfsplatz in Nordhorn in unmittelbarer Nähe eines Atomkraftwerkes. Und sie schlug sofort ihre Tastatur ihres Laptops und wir haben dann einen Brief an die Bundeskanzlerin formuliert, uns untergehakt durch Berlin unter der Siegessäule lang zum Bundeskanzleramt und dann den Brief da abgegeben. Und ja, seitdem, die Flugzeuge fliegen zwar immer noch, aber wir sind ein unzertrennliches Paar geworden. Klasse, Kalle! Und nun, meine Damen und Herren, jetzt ist soweit. Ihr Urteil brauchen Sie nicht mehr zu sprechen.
Rote oder grüne Karten sind nicht mehr wichtig. Das haben wir vor 13 Jahren bereits zur allseitigen Zufriedenheit geregelt. Aber heute ist es an der Zeit, unseren abermaligen Gast Nina Hagen mit 1 Milliarde goldener Karten zu ehren. Hoch mit den Dingern! Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen.